Willkommen zurück, meine lieben Gamer-Freunde, zu Let's Play The Inner World. Wir waren beim Schorf, hatten mit ihm geredet und jetzt müssen wir hier irgendwie unseren Weg finden. Riecht wie eine Schnecke, die jemand erst zertreten und anschließend in der Sonne liegen gelassen hat. Das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für ein Bad. Okay, ein Bad nehmen können wir nicht. Wir haben, glaube ich, hier hatten wir alles... Meine Güte, selbst die Splitter sind zersplittert. Nichts braucht man das mehr, okay. Achtung, gefährliche Fallen sind festgenagelt und im Kleingedruckten steht, dass Schilder abnehmen verboten ist. Auf Eindringlinge wird geschossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Sind festgenagelt und im Die vielen Fallen deuten darauf hin, dass es dahinter etwas gibt, das ich auf jeden Fall haben will. Natürlich könnte ich darüber gehen, aber dann wäre ich eben tot. Aber irgendwie müssen wir ja rüberkommen. Das wird mir bei dem Fallenproblem nicht weiterhelfen. Nicht? Und das hier? Das wird mir bei... Okay. Können wir mit der Wollmaus... Nein, jetzt... Oder so. Das war doch jetzt gerade. Ja, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Brauchen Sie das noch? Kann ich noch nicht sagen. Dann würde ich das lassen. Ich brauche keinen Helm. Den brauchen in meiner Gegenwart alle anderen. Jetzt bin ich schon überfragt. Hier weitergehen können wir definitiv nicht. Wir können nicht mit den Fallen interagieren. Hier auf der Seite ist an sich nichts. Wir können vielleicht irgendwas von dem Moor mitnehmen. Das könnte Spaß. Bringt aber nichts. Naja, dann... Nein. Ich probiere jetzt einfach mal alles aus, weil ich wirklich keinen Plan habe. Ich glaube nicht, dass... Was zu tun wäre. Nein. Nein. Vielleicht können wir die Sachen auch kombinieren. Das war doch jetzt... Ja, war es auch. Tja, jetzt sagst du nichts mehr. Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Jetzt haben wir einen Helm auf dem Kopf. Wow. Können wir mit dem Baum irgendwie was interagieren? Ah. Au, toll. Und jetzt? Wenn ich jetzt dagegen... Das könnte Spaß... Schorf, hast du noch eine Idee? Hallo, ich... Was für... Nein, okay. Das heißt, irgendwie müssen wir die Spitze abkriegen. Warum so... Nein, jetzt... Ich glaube... Wie kriege ich denn die Spitze ab? Das sieht mit Sicherheit... Hallo, ich... Was für einen... Okay, der kann nichts damit machen. Ich glaube, den Helm brauche ich gerade nicht. Zu hoch. Die wäre aber nichts, ne? Naja. Okay, irgendwie müssen wir... Oh, toll. Und jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe sogar deinen Namen vergessen. Oh, vielleicht können wir, warte mal, wenn wir den Helm... Meine Hand passt nicht durch das Loch. Ich könnte meinen... Wie kriegen wir... Auf Eindringlich... sind festgenagelt und... Ich dachte, vielleicht könnte dieser Typ einfach mal einmal ballern. Da die Wollmaus durch die Gegend fliegt, das irritiert mich. Krallen! Sehen sehr scharf aus.
Allein der Anblick jagt einem kalten Schweiß den Rücken runter. Da sind Krallen, die wir benutzen können. Ich fasse nichts an, was schon beim Angucken ein hohes, sirrendes Geräusch macht. Dann nimm doch mal bitte den Helm ab. Ich glaube den... Ja. Zu hoch. Also, können wir jetzt vielleicht den Helm mit den Krallen... Weil anders müsste es... Warum sollte ich hier Löcher reinmachen? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Warum? Weiß ich doch nicht. Warum sollte ich... Du sollst ja nur die Kackspitze von dem Trichterhelm abmachen. Autsch! Ein sehr anhänglicher Strauch. Zumindest für eine Sache bist du gut. Was habe ich denn jetzt? Einen Dornzweig? Mein Verstand sagt mir, dass er viel zu spitz ist, um ihn anzufassen. Au! Warum habe ich es trotzdem getan? Weil du doof bist? Nein. Jetzt ist... Mit den Krallen? Warum sollte ich hier... Warum will ich... Weiß ich nicht. Dornzweig ins Astloch. So, Falle präpariert. Die Wollmaus kann kommen. Oh nein! Oh nein! Das ist jetzt aber gemein, was wir machen, ne? In die Falle gegangen. Warum haben wir das gemacht? Meine eigene kuschelige Wollmaus. Die ist voll süß. Hallo. Gut festhalten. Irgendwie funktioniert die Steuerung heute nicht so. Ja. Weil das so viel Sinn macht. Genau. Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Hoffentlich sieht mich Laura nicht. Tja, dann können wir noch mal gegen den Baum treten. Die arme Maus, sage ich nur. Aber die haben wir ja eh schon auf. Miau. Tapferer Helm, du hast deine Schuldigkeit getan. Haben wir den jetzt nicht mehr? Nein. Schweres Ding. Essen kann ich sie nicht. Ich kann sie höchstens werfen. Können wir vielleicht mit den Krallen? Okay, jetzt haben wir eine Bowlingkugel. Sie hat jetzt 3 Löcher. Geil. Meine Finger passen genau in die Löcher. Aber was soll ich nun tun? Bowling mit den Fallen spielen. Oh, oh, oh. Ha, den Fallen habe ich es gezeigt. Und jetzt wirst du erschossen. Ein Phosphos. Hänge ich jetzt hier rum? Kannst du mir das erklären? Ich habe die Fallen entschärft. Tschüss. Hat man gerade ihr Höschen gesehen? Oh, eine Wollmaus! Geil. Wer da? Ich wollte nur... Ihr seid ein Windmönch. Ihr tragt ja das Rot der Windwächter. Ja, auf dem Stoff sieht man Blutflecken nicht so deutlich. Sehr gut. Bitte tötet mich nicht. Ich wollte eure Fallen nicht kaputt machen. Antworte ehrlich. Bist du eine Gefahr für die Geheimnisse des Wurzelwaldes? Nein, ich bin keine Gefahr. Ich bin das Gegenteil. Ich bin die Ungefahr. Conroy hat immer zu mir gesagt... Conroy? Ich hasse diesen miesen, kleinen, hinterhältigen, verräterischen Gnom! Sollte ich diesen aalglatten, niederträchtigen, verabscheuungswürdigen Nacktmull jemals wieder treffen, werde ich ihn in seinen faltigen Hintern treten, bis er sich selbst als Mütze tragen kann! Was? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe noch nie von ihm gehört. Also, ich war mal vor ewig langer Zeit sein Novize, aber das ist bestimmt schon eine Stunde her. Du wirst schon noch reden. Hey, Flötennase. Keine Sorge, ich hol dich da runter. Oh. Oh.
war das? Lebend? Okay, ja, lebend. Solange Robert gefangen ist, spielst du Laura. Okay. Warum haben wir eine kleine Dose Chili? Meine Chili-Drops sind leider alle. Keine Chili-Drops mehr drin. Hier hat der verrückte Alte einen Pfeil hingeschossen. Der verrückte Alte zu sagen, ist direkt gut. Er steckt zu fest. Das scheint mir ein Baum zu sein. Die Form und die Farbe lassen keine andere Schlussfolgerung zu. Sehr gut, die Dame. Um dort hochzukommen, bräuchte ich Hilfsmittel. Heim der Schreiameise, anscheinend unbewohnt. Ich will es nicht zerstören. Können wir wieder zurück mit ihr? Ich weiß mal nicht, was es bringen sollte. Auf Körperteile ist selbst Acht zu geben. Für verlorene Gliedmaßen wird keine Haftung übernommen. Damit kann man nichts machen. Nicht? Fallen sind Eigentum des Eremiten. Eltern haften für ihre Kinder. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ja, mal. In den Wald können wir auch noch gehen, okay? Warte, was? Ach, hier einmal hoch natürlich. Schilf. Was für eine idiotische Pflanze. Vollkommen hohl. Aber mitnehmen. Außerdem ist sie gar nicht so idiotisch. Man erinnert sich nur an die Sachen mit Wasser und Luft holen können. Der Tank ist voller Honig. Was schreit denn da die ganze Zeit? Wenn ich es nicht sehen kann, heißt das wohl, dass es sehr klein sein muss. Das ist auch eine interessante Schuss. Wo soll ich denn hingreifen? Ich kann nichts erkennen. Ich könnte allerdings draufhauen. Und wenn es nicht aufhört zu schreien, dann werde ich das auch tun. Kann man nicht mit dem Schilfrohr? Ja, nein. Okay. Komische Typen. Reden wir mal mit den komischen Typen. Seltsame Typen. Was seid ihr denn? Was macht ihr hier? Oh, schaut mal, meine Herren. Wir haben Besuch. Großartig. Sie sind nicht zufällig die Putzfrau, die wir bestellt hatten? Putzfrau? Hier hinten können Sie gleich anfangen. Da wurde schon seit Jahren nicht gekehrt. Darf ich fragen, was ihr hier treibt? Wir betreiben aerologische Studien. Was bedeutet das? Das wissen Sie nicht? Wams, sei nicht so hart zu ihr. Sie ist nur eine Putzfrau. Ich glaube es nicht. Sie hat noch nie was von Aerologie gehört. Was zur Hölle? Kennt ihr den verrückten alten Mann im Baumhaus? Ach, der? Da müssen Sie ganz vorsichtig sein. Der Kerl ist gefährlich. Ja, wir haben schon versucht, an ihm vorbeizukommen. Aber er hat uns in die Flucht geschlagen. Unser vierter Kollege musste leider zurückbleiben. Ah, Simon. Aber der Alte ist so gut wie taub, halb blind und ungefähr 1000 Jahre alt. Und ihr seid zu dritt. Wollen Sie damit andeuten, wir sollten rohe Gewalt verwenden? Ich meine, wir haben es versucht, aber er war uns haushoch überlegen. Ja, das ist kein alter Mann. Das ist eine Präzisionskillermaschine ohne Gewissen. Wegen ihm haben wir Simon verloren. Simon war so eine treue Seele. Aber wir rechnen jeden Tag mit seiner Rückkehr. Na dann, viel Glück. Okay. Der verrückte Alte hat meinen Begleiter gekidnappt. Wenn wir zusammen losziehen, können wir vielleicht ihn und euren Kollegen retten. Klingt hervorragend. Aber ich kann die Station nicht allein lassen. Und ich muss heute noch unbedingt Wäsche waschen. Natürlich, im Wald. Bäume werden vollkommen unterschätzt. Das stimmt toll. Wohl. Ich sitze fest im Wald der Bekloppten. Ihr vermisst also einen Kollegen? Ja, sein Name war Simon. Haben wir noch nicht festgestellt. Sein Name ist Simon. Ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Nun ja, jedenfalls ist er von seiner Expedition nicht zurückgekehrt. Noch nicht. Alles, was uns von ihm geblieben ist... bleiben wird. Wie auch immer. Er war ein Genie und Gentleman. Zum Beispiel hat er diesen Globus hier erfunden. Kann ich den haben? Sie müssten ihn mir schon aus meinen kalten, toten Händen reißen. Interessanter Vorschlag. Ach, eigentlich brauchen wir ihn nicht mehr.
Aber Latz trinkt immer seine Wurzel Coladas daraus. Ja, durch die Windbrunnenlöcher kann man Strohhalme stecken. Simon wird ihn außerdem wiederhaben wollen, wenn er zurückkommt. Also, nein. Frechheit. Was genau sind denn Erologen? Ist das sowas wie eine Religion? Religion? Erologie ist die Lehre des Windes. Eine hochkomplizierte Wissenschaft. Jawohl, Religion ist etwas für schwache Geister und Feiertage. Wir erforschen die Wege der Götter mit Messgeräten. Meint ihr den Kasten da hinten? Kasten? Tolle, hat sie gerade Kasten gesagt? Oh ja, ich habe es auch gehört. Also bitte, Kasten. Diese hochkomplizierte Apparatur sendet analoge Impulsvehikel aus, mit deren Hilfe wir den Verlauf der Windströme genauestens eruieren können. Und diese Windströme halten wir dann auf dieser Karte fest. Also zwei. Die Karte, Erika. Ah, ja. Was ist mit den Kasten? Eure hochkomplizierte Maschine bewegt sich gar nicht. Der Treibstoff ist leider alle. Außerdem hat unser Kollege hier Honig in den Tank gekippt. Und ich würde es wieder tun. Das wissen wir. Schlaf einfach weiter. Wie funktioniert denn eure Maschine? Das ist sehr kompliziert. Ein wenig zu kompliziert für eine Putzfrau. Also, die Maschine versendet in strategisch festgelegte Richtungen kleine analoge Vehikel aus Papier, die sie selbst herzustellen in der Lage ist. Also sie wirft Papierflieger. Richtig. Meine Güte, haben Sie mal überlegt, sich beruflich neu zu orientieren? Und aus den Papierfliegern könnt ihr dann die Windströme bestimmen. Ganz genau. Aber wir haben bisher leider noch nicht alle Routen erkannt, bevor die Maschine den Geist aufgegeben hat. Du meinst, bevor der schlafende Typ Honig in den Tank geschüttet hat? Schon wieder richtig. Was für einen Treibstoff braucht die Maschine denn? Sie funktioniert mit einer Mischung basierend auf einer liquiden, stoffarmen Flüssigkeit in Verbindung mit festem, grobkörnigem Material. Also Schlamm? Nun ja, man mischt Moorwasser und Sand. Und dann hat man Schlamm. Aber das Mischverhältnis ist hochkompliziert. Halb-halb? Mist. Ich glaube, wir sind zu klug für diese Leute. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, einfach, neuen Schlamm nachzutanken? Wir sind doch nicht verrückt. Ach nein. Nein. Beim einzigen Moor in diesem Wald sitzt ein Schroff. Und davor müssten wir noch bei diesem verrückten Windmönch vorbei. Also ich laufe schon die ganze Zeit hier herum. Und da ist Ihnen noch nichts passiert? Nein. Ich passiere anderen. Sehr gut, Laura. Man muss also nur Sand mit Moorwasser mischen, damit das Ding wieder läuft? Das klingt so simpel. Ja, so als würden wir hier nur unnötig rumsitzen. Tut ihr doch. Wir könnten Honig reintun. Ja, hattet ihr schon. Ihr zeichnet also die Windströme auf eurer Karte ein? Ganz genau. Wir glauben, dass sie auf etwas hinweisen. Wir wagen kaum daran zu denken. Aber es könnte sein, dass es mitten im Wald einen Ort gibt, der... Ein Windbrunnen. Dass es einen weiteren Windbrunnen gibt. Das wäre ja unglaublich. Wenn die Karte vollständig wäre, könnt ihr dann genau bestimmen, wo dieser Ort sein kann? Natürlich. Wir sind Erologen. Ja, ja. Wir sind Wissenschaftler. Bla. Honig. Ja. Honig ist definitiv die richtige Antwort dazu. Wie lange zeichnet ihr schon an der Karte? Nun ja, wie lange? Ein Jahr? Zwei Jahre? 10 Jahre? Seit letztem Dienstag. Ach, keine Ahnung. Ich kann zwar Windströme auf den Millimeter genau bezeichnen, aber ich weiß nie, wie spät es ist. Bezaubernd. So, meine lieben Freunde, wir machen in der nächsten Folge weiter. Diese Folge ist vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es denn weitergeht mit der lieben Laura.